Rob Boss, Nils Weihnachtsstimmung jetzt. Es weihnachtet sehr. Lebkuchen. Schokolade. Kann man Glühwein, mit Schokolade hast du den Glühwein? Du hast überhaupt nichts vorbereitet. Ja, ich kann das jetzt machen. Kinderpunsch steht da. Das, der ist dann für mich. Mhm. Und weihnachtlich sollen auch die Themen heute sein. Und die Vorschläge und Wünsche. Und ihr seht hier unten, hoffentlich eingeblendet, da, die Nummer, die ihr anrufen dürft. Oder ihr könnt uns auch über Twitter mit dem Hashtag, wird auch irgendwie unten RBTV, Hashtag RobBoss, eure Vorschläge twittern und dann werden die hier umgesetzt von meinem Kunstkollegen Nils und mir. Und ich freue mich schon auf verrückte Vorschläge. Haben wir denn schon etwa jemanden in der Leitung, liebe Regie? So. Ich mach das jetzt hier an, ne? Diese Zeiten, ja, genau. Ich weiß gar nicht, ob wir Strom haben. Ich weiß natürlich nicht, ob das nur. Da ist ja immer Strom drauf! Ob das alles nur Fassade ist. Du hast ja nichts vorbereitet hier. So, aber denkt an Weihnachtsmänner in lustigen Situationen zum Beispiel. Hi, an Elfen, an Rentiere nach der Arbeit in Flagranti und so weiter. Rentiere nach der Arbeit in Flagranti? Ja. Rentiere privat. Meinst du, ist das so, man sagt ja never fuck the company, ne? Genau. Was bei Rocket Beans selbstverständlich, wo sich niemand dran hält. Außer mir. Und was ich eigentlich sagen wollte, ist das bei Rentieren auch so, dass in einem Gespann, dass man quasi sagt, also dass Rudolf nicht ja, an Nadine also ran darf, weil die erklär müssen... Erklär mir mal, wie Rudolf das schaffen soll, wenn Nadines Arsch auch den ganzen Tag vor seiner Fresse ist. Deswegen ist er ja ganz so vorne. Stimmt, er ist ganz vorne. Der notgeile aber Kerl. Warum habe ich eigentlich... Egal. Ich hätte mich auch auf andere Geschlechtsmerkmale von Nadine spezialisieren können. Ich habe jetzt halt das genommen, weil das sieht man, glaube ich, bei so einem Rentier wirklich präsent. Die Sonne scheint einen an. Aber das ist ja eigentlich, jetzt stell dir mal vor, du müsstest in so einem Gespann, in so einem Human Centipede-mäßigen Gespann den ganzen Tag hinter irgendjemand herlaufen, der dir vielleicht eine nette Kollegin, kann man es denen dann überhaupt verbieten? Man wird to never fuck the company. Quasi zum Spanner gemacht im Gespann. Herrlich. Und, es ist ein Tennisspiel, der Wort. Und das Schlimme ist ja, bei Rentieren, wie bei vielen Du sagst es übrigens auch richtig. Ich habe gerade, als ich gesagt habe, Rentier, habe ich gedacht, ach du Depp. Das heißt natürlich Rentier. Es hat nichts mit Rennen zu tun. Nein, obwohl sie rennen, ist tatsächlich ein bisschen schwierig. Ja. Aber die riechen ja auch. Also sie sind ja sehr nasale Tiere. Und wenn die Weibchen läufig sind, ja, dann ist natürlich dieser Geruch, weil die ja auch über weite Distanzen und so weiter wie ein Schmetterling, über tausende Kilometer. So. Und dann, man sieht das ja, die ziehen dann immer richtig so, sich so eine Line. So, das ist wie, die ziehen sich eine Line durch den Schnee. Luft. Durch die Luft. Eine Line von der läufigen, vom läufigen Weibchen ziehen die sich eine Line und checken aus, oh, die ist läufig, und dann bocken die da richtig hin. Und wenn die zweite Kokain-Referenz von dir, wenn ich das mal so sage. Ja, es ist halt, hallo? Es ist hier also eine Kunstsendung heute Abend. Und Horizonterweiterung, es ist einfach oft so. Okay. Worauf ich hinaus will, ist, du bist in diesem Gespann. Du bist ein Rentier, du bist in dem Gespann und das Weibchen vor dir ist läufig und deine Nase ist so ein Stück. Ja, ja, das meine ich ja. Davor. Und das deine Augen auch. Ja. Ist das also unangenehm. Ich bin fest davon überzeugt, die Frage ist natürlich, Elfen, Rentiere und der Weihnachtsmann selber, inwieweit wird da mal sich gegenseitig so intra-Wunderland-mäßig korpuliert? So ein bisschen, die Grenzen der Spezies werden verwischt. Oh, guck mal, das Telefon klingelt, endlich. Was von den Sachen ist das? Ja. Hallo? Ja, moin. Ah, moin. Moin. Ich mach mal auf laut, ja? Ja, hier ist der Basti aus Bad Bevensen. Hallo Basti, schön, dass du anrufst aus Bad Bevensen. Das ist ja auch eher im Nord. Am Nordpol. Direkt nebendran. Du kannst ihn von da schon sehen. Ja, und ist gar nicht so weit weg. Bisschen, ne? Ja. Wie alt bist du, Basti? Ich bin 32. Oh, älteres Semester. Gehst du noch zur Schule? Ja, manchmal habe ich das Gefühl, als ging ich noch zur Schule. Ich auch. Das ist hier ein Nachsitzen hier bei mir. Ja, das kenne ich.
Was möchtest du denn, dass wir heute für dich malen? Also eigentlich ich hätte gerne eine. Naja, ihr seid beide gute Zeichner. Also nee. Ich hätte gerne Pinguinfamilie auf dem Weihnachtsmarkt. Eine Pinguinfamilie auf dem Weihnachtsmarkt. Ja. Okay, möchtest du iPad in meinem Falle? Oder nee, wir fangen mit Zeichnen an, beide. Welchen Stift soll ich denn nehmen? Du darfst dich bedienen. Für alle Geld gilt das aber das, was ist die gleiche Regel. Oh, der, was ist das denn für ein Stift? Das ist ein Pinselstift. Nicht zu fest draufdrücken, sonst machst du die Spitze kaputt. Darf ich das mal? Teste kurz hier an. Ja, finde ich irgendwie sympathisch. Ja, ne? Ich fühle mich wie ein echter Künstler. Vor allem, hast du ja auch so ein Nibbel-Ding, das du immer so rumnibbelst? Ja, nee, ich mach meistens biege ich die Bisse irgendwann abbrechen. Ja, ich auch. Und dann tut es mir immer leid. Mir nicht. Okay, eine ganze Familie, ne? Weihnachtsmarkt. Pinguine sind ja Einzelbrüter. Also sie haben immer nur in der Regel ein Ei und die wechseln sich immer ab. Weibchen geht auf. Komm, du hast diesen einen Film gesehen und machst jetzt hier einen auf dicke Hose. Es ist wirklich so. Also ich habe mehr als einen Pinguinfilm gesehen. Die gehen dann auf die Jagd, ja. Die anderen brüten das aus. Und das Tragische daran ist, wenn die mal nicht zurückkommen, ja, und das kann ja passieren, das lauern ja viele Gefahren in den Eismeeren, dann verhungert das Küken selbstverständlich und das Elternteil, was gerade aufpasst, muss irgendwann sagen, okay, ich habe so großen Hunger und die Hoffnung aufgegeben, dass der Alte oder die Alte zurückkommt, ich verlasse mein Kind, lass es verhungern, damit ich jetzt selbst irgendwie überleben kann und nicht beide verhungern, weil im Endeffekt würden ja sonst beide verhungern. Und ich finde, das ist eine der tragischen Geschichten des Tierreichs. So. Oder? Du hast dich doch vorher schlau gemacht. Nein, es ist wirklich. Ist es auch. Es ist fast alles im Tierreich ist tragisch. So, Pinguine. Wie sehen die denn nochmal aus? Die haben einen kleinen Kopf, ne? Ja, und so lange. Frack an und. Was haben die denn nochmal? Die haben so. Nee, die haben so ganz dünne Schnäbel. Es gibt verschiedene Rassen, wenn ich jetzt auch mal hier einen auf dicke Hose machen darf. Ja, das stimmt. Die komplett verschieden aussehen. Und deswegen sind Pinguine immer scheiße zu zeichnen, weil die meisten haben schwarzen Schnabel mit nur ganz klein bisschen Gelb drin und einen schwarzen Kopf. Aber wir haben die Kunstfreiheit auf unserer Seite. Ja, deswegen, wenn wir sagen Pinguin, dann ist das ein Pinguin, ganz einfach. Es gibt ja so, einige haben ja so verrückte, ich mach mal gleich so einen Verrückten hier, die haben so. Die haben hier so einen geilen Iro irgendwie, so einige von denen. Ja, die gibt's tatsächlich. Die nennen sich dann Pinguine. Ja. Und dann haben wir hier so, meiner hat hier so ein. So hat er hier so ein. Ich guck nicht hin, ich lasse mich positiv überraschen am Ende. Und dann sind die ja so. Die haben ja auch so einen kleinen, so einen ausladenden Arsch dann auch wahrscheinlich. Und auch so ein. Du dreckiges Vieh. So, und dann haben die. Ich freue mich jetzt schon. Ich muss die eigentlich nur moderieren, glaube ich, heute. Und dann haben die ja so ganz riesige Füße. Weil Pinguine sind natürlich auch tolle Schwimmer, aber die können ja leider nicht fliegen, ne? Nee, auch das ist eine tragische Geschichte. Ja. In dem Fall der Evolution. Ja, wobei. Da kann der Kiwi ein Lied von singen. Das stimmt. So, mit ihren, die haben ja so dicke, richtig so dicke. Also meine sind natürlich am Saufen. Ich mach da eine schnelle Geschichte von, ich sag's dir nur. Und die Lütten, die sehen ja aus, die Lütten-Babys, die sind ja fast genauso groß, noch ein bisschen fetter. Haben natürlich erstmal noch einen kleinen Schnabel, so, weil die sind halt noch klein. Ein Kleinschnabel, dann haben die natürlich ein bisschen größere Augen wegen Kindchenschema. Sind aber auch, also die sind halt echt ein bisschen doof dann auch teilweise. Und die haben so komisches, flauschiges Gefieder. Dann haben die so kleine. Also ich habe mich eindeutig nicht weder auf die Zeichnung noch auf die Pinguine gestürzt, sondern auf den Familienkonflikt, der dadurch entstand, dass der Vater nicht nur den Kindern Glühwein gegeben hat, sondern eindeutig zu tief ins Glühweinglas geguckt hat und die Mutter da überhaupt nicht happy mit ist. Und im Hintergrund. Da habe ich bei dir tatsächlich mit gerechnet, Philipp, dass genau sowas kommt. So. Nö, das hätte auch ganz anders aussehen können. Das hätte auch ganz anders interfamiliär abgehen können mit Glühwein und so bei mir, aber hey. Vielleicht gucken meine Kinder zu. So, und was, die sind auf dem Weihnachtsmarkt. Da gibt's ja, Glühwein ist natürlich tatsächlich eine ganz gute. Also ich bin eigentlich schon fertig. Ich will nämlich dieses halbgare Werk
Also ich war ja in St. Pauli am Kiez auf dem Weihnachtsmarkt gestern kurz. Also einmal rübergelaufen. Ich war genau, glaube ich, 3 Minuten auf dem Weihnachtsmarkt. Bin zu einer Bude hin, hab mir so eine Ernie-Mütze gekauft. In Sekunden schnell. Ich bin durch ein Schnellshopper. Ey, ich finde, wir sind. Du bist so gut. Du hast mich nass gemacht. Mhm. Ich gebe das ganz ungeniert zu. Du hast richtig gut delivered. Vor allem der eine, der ist ja praktisch noch Kükenmodus. Ja, ja, genau. Das ist so oft, wie so eine Robbe, so eine Junge. Die liegt hier so. Dann hat die hier so ihre. Warte mal, so. Ihre kleinen hässlichen Füße. Und dann liegt die so. Und dann ist hier nämlich. Pass auf. Es ist von der Komposition, hast du meins gesehen? Nee, ne? Nee, ich hab. Von der Komposition sind wir praktisch gespiegelt. Ah, nee, wir sind gar nicht gespiegelt, wir sind ganz ähnlich. Nur, dass du es einfach besser delivered hast. Hier ist so ein Fass. Und hier ist ein Hahn. Der Hahn und nicht die Henne. So, ich bin natürlich ein bisschen langsam, es tut mir auch echt leid. Ja. Na, wie gut, so, wie gut. Fließt das hier so runter. Königlich. Und das ist natürlich Glühwein, ne? Sowas muss man doch nicht dazu schreiben, das kapiert doch jeder. Naja, das könnte auch Kinderpunsch. Oh, apropos Kinderpunsch. So, das ist natürlich Glühwein. Oh, da hinten. Oh, oh, shit. Du köchelst eine cremende Kinderpunsch an. Ja, der Kinderpunsch ist fertig. So, und selbstverständlich. So, das sind jetzt diese. So, auf dem Weihnachtsmarkt. Ich hätte die Horizontlinie hier gemacht, dann steht er nicht in der Luft, aber es ist so gut. Du hast mich nass gemacht. Zeig. Völlig mal. Zurecht. Guck mal, du wolltest nämlich, du hast angesetzt zum Widersprechen, hast gemerkt, shit. Ich habe wirklich. doch. Ja. Aber ist egal, der Erste darf immer. Der Erste ist wie der erste Pfannkuchen. Ja. Leute, hat Nils bitte eine Unterschrift, weil das kriegt ja in der Regel, ich weiß nicht, macht ihr das noch? Ja, das zuschicken. So, deine Show. Kannst du noch entscheiden. Ja, dann mach dir das doch. Wäre schön, ist mir als Geschenk gedacht für jemanden. Ah, gut. Für eine Pinguindame, nehme ich mal an. Na, für eine Dame, die du auch kennst, die zumindest sehr auf Pinguine steht, ja. Die du auch kennst? Die ich auch kenne. Es ist wieder irgendeiner aus meinem Stream. Vereinte Pinguin-Freunde. Ich hab den Jungs noch gesagt, lasst keine Leute durch, die sowieso jeden Tag in meinem Stream sind, aber schon gefailt. Anton, gefeuert. das ist wunderschön. Grüße an die Dame und einen wunderschönen Abend. Und wir müssen direkt auf Twitter rübergehen. Reinhauen. Ja, auf Twitter Hashtag RobBoss. Da könnt ihr auf Twitter natürlich hier eure Wünsche und eure Anregungen, Anmerkungen, Kritiken. Lebendige Kekse beim Keksebacken. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Ich glaube, ich nehme jetzt mal diesen Stift. Meinen. Willst du verhindern, dass ich mich einspiele mit irgendwas? Nö, überhaupt nicht. Es ist einfach, der hier hat auch einen dicken Duktus, um das mal so zu sagen. Komm, wir machen lebendige Kekse beim Keksebacken für Fabian Spam-Pinato. Lebendige Kekse beim Keksenbacken. Ich finde übrigens, warum sagen hier im Norden alle Kekse? Das hat so keinen Charme. Wie sagt man wirklich? Kekse? Meinte ich, aber ich finde es sehr gut, dass du dachtest, es geht mir hier um die Aussprache, sondern warum hier alle zu Weihnachtsgebäck Kekse sagen. Kekse isst man das ganze Jahr durch. Plätzchen gibt es nur zu Weihnachten. Ich dachte, du kommst aus dem Süden auch. Ach, nee, kommst du gar nicht. Ich depp. Ich bin, du hast mich gefragt. Born ich Frankfurt. Not raised in Hamburg. Achso, deswegen sagst du auch Kekse. Du weißt es einfach nicht besser. Nee, das ist einfach die Wahrheit. Sorry, wir sind ja wohl ein bisschen näher dran am Hochdeutschen und damit auch der Wahrheit, als ihr mit euren komischen Einfärbungen, wo ihr euch. Ihr seid aber nicht an den Plätzchen näher dran. Oh, schön. Guck mal, da Flying Tardis. Oh. Könnte man ja auch mal kurz einblenden. Ich weiß gar nicht, ob ihr das auch macht. Aber, können wir auf jeden Fall. Wir können es. Oh, guck mal. Aber wir sind alle beim Weihnachtssaufen gelandet. Weihnachtsmarkt steht, übrigens stand heute im Spiegel, sowieso hat nur noch was mit Saufen zu tun. Ja, es ist leider ein bisschen so, aber ich war heute auch auf dem Weihnachtsmarkt, habe eine Thüringer Bratwurst gegessen. Ach so, was? Plätzchen beim Plätzchenbacken. Sofort wieder pflichtbewusst dich auf die Arbeit stößt. Erzähl doch deine Thüringer Bratwurst. Und, die war sehr lecker. Das war so eine komische. Also, kennst du das manchmal, wenn du in dem Thüringer ganzen. Thüringer sind die hellen, oder? Diese weißen mit so einem Würz. Grün Gewürz. Ja, und ich stehe eigentlich am. Fand ich immer die leckersten. Ich fand, meine liebsten Freunde sind eigentlich die Krakauer.
Und sind das so rote Dicke? Ja, genau, so richtig knusprig. Das sind eigentlich meine Lieblings. Aber diese Thüringer, die war richtig. Das war nämlich ein Original-Thüringer von Leuten aus dem, weiß ich auch nicht. Du hast jetzt gerade überlegt, Thüringischen, ob das Oberhör ist im Osten. Und die waren echt. Also das hat man schon gesehen, wie die auf dem Grill lagen, dass das nicht so 0815 Dreckswürste waren. Die habe ich da gegessen. Die waren sehr lecker. Und da war ich Karussellfahren mit meinem Sohn. Also ich war Karussellfahren und mein Sohn durfte nicht, weil er noch zu klein ist. Da sind aber auch bei uns auf dem Weihnachtsmarkt super viele so Saufbuden und Essbuden und so. Und ich habe das auch mitbekommen, weil so was der Spiegel geschrieben hat, dass es eher früher eher so Kleinkunst war, auch genau. Viel so, ne? Aber Spiegel ist ja Fake News seit heute. Ja, ich habe den Artikel auch gelesen. Ist ein wunderschöner Artikel. Aber es ist so ein bisschen Hitlers Tagebücher für den Spiegel, ne? Ja. So beim Stern wird man sich die Hände reiben wahrscheinlich. Nee, vor allem, ich frag mich, inwieweit man sich jetzt bei der Fake-News-Fraktion die Haare reiben wird. Ja, definitiv. Tut diesem Land nicht gut, dass das denen passiert ist. Er hat ja auch den CNN-Journalistenpreis bekommen. Also die Rede ist davon, dass... Oh, da wird Trump aber auch Luftsprünge machen. Exakt, so, der wird Luftsprünge machen, weil das ist ein Spiegel-Redakteur, der auch viel Preise gewonnen hat und so weiter. Und stellt sich raus, der hat sich die meisten seiner Geschichten einfach völlig alle ausgedacht. Hat sich die einfach ausgedacht. Ja. Und das aber schön, so mit Musik dabei und so Sachen. Also er hat das schon schön gemacht. Er muss Regisseur werden oder so. Und ich habe gedacht, warum schreibt der nicht einfach Bücher? Weil ganz offensichtlich kann der ja sehr gut schreiben. Ja, habe ich auch. Oh, das ist auch sehr... Oh Mann, du beschämst mich. Ich gucke mal, ich darf gar nicht rübergucken. Dann habe ich direkt... fühle ich mich direkt nutzlos. Warte kurz. Ich mache jetzt den Teil kaufen, der sich zum Stern machen will. Und er sieht, was sieht er? Er braucht natürlich auch Nudelholz. Wie hast du das Nudelholz gemalt? Sieht sehr gut aus. Weißt du was? Ich mache das, was früher die Leute, denen ich immer gerne aufs Maul gehauen hätte, gemacht haben. Ich nehme jetzt gleich so ein Buch und stelle das wie so eine Mauer hier zwischen uns. Nee, aber du hast auch einen Fehler gemacht beim Nudelholz. Das, jetzt wird er cocky, mein Freund. Nee, also das ist kein zeichnerisches, sondern eher so ein Kopffehler. Weil so ein Nudelholz hat natürlich so abgerundete. Ja, das sind die Luxusnudelhölzer, die Elbchaussee-Bewohner, wie du einer bist, sich leisten können. Stimmt. Die bei mir, da war das Geld, um das nochmal in die Fräse zu hauen, um die Kanten abzurunden, war da einfach nicht mehr da. Damit das mal ganz klar ist. So, und die traurige Geschichte, die ich hier habe. Schön, du hast auch immer eine Narrative in deiner Zeit. Ja, muss. Die traurige Geschichte ist, dass mein Keks keine Hände hat. Und er will so gerne sich Freunde backen, weil er ist alleine. Er ist ein Einzelkeks. Und er möchte sich so gerne Freunde backen, um nicht mehr allein zu sein. Aber er hat keine Hände! Ja, er kann sich keine Freunde backen. Und deswegen ist er ganz alleine Weihnachten. Und es bricht ihm das Herz. Es bricht ihm das Herz. Und das klar, keine Hände, kein Weihnachten. Oder so ähnlich. Da gab's mal einen Joke. Ja? Keine Arme, keine Bonbons oder so. Ein böser Joke. Knack. Herz ist gebrochen. Das ist eher so ein Symbolbild, ne? Ich nenne es der einsame Keks. Der. Einsame Keks. Pass auf, jetzt ist Keks. ein Österreich. Komm mal auf, ja? Nö, weil mein Podcast-Partner sagt immer Mail. Hast du mir ein Mail geschrieben? Ach du Scheiße. Und deswegen habe ich Mail hier aufs Mail geschrieben, um das Ganze umzudrehen in einen kleinen, spaßigen Anfall. Ja, ich finde, das ist auch schon... Das reicht schon, oder? Ach, es ist so schön. Ich würde dir am liebsten zugucken und nicht selber malen, weil ich finde das so nice, Leuten, die es können, beim Malen zuzugucken. Du kannst es auch. Die Leute wollen dir auch beim Malen zugucken. Hier ist der einsame Keks, bitteschön. Der einsame Keks war für, die haben sich das schon gemerkt in der Regie. Die sind ja extrem auf Zack. Mhm. Der nächste Anrufer darf gerne reingeschaltet werden. Bitte. Halt jetzt nämlich mal. Hallo? Moin! 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 Stell's mal auf Lautsprecher. Ja, mach mal laut.
Erzähl mal, wer bist du und was willst du? Ja, also ich bin Carsten, ich komme aus Kiel. Hallo Carsten. Bin Moin. 30 Jahre alt und habe da eine Idee gehabt. Und zwar hatte ich mit der Firma letztes Mal eine schöne Weihnachtsfeier. Ich habe mich also toll. Und mir gefällt die Vorstellung, Rudolf mit seiner roten Nase als halb Eiki auf der Weihnachtsfeier zu sehen. Als was? Als Eiki mit der roten Nase. Als Eiki auf der Weihnachtsfeier. Rudolf. Ja, schön, das kriegen wir aber hin. Aber das ist dann ja eigentlich nur Rudolf quasi, ne? Oder? Ja, das ist nur Rudolf. Der ist der Einzige mit der roten Nase. Müsste man auf dem Kiez doch kennen. Ich mach das. Ich mach das mit dem iPad. Oh ja. Heute mal. Dann, Ups. Was gibt's denn noch? Was hast du denn noch für Stifte so? Ich meine, die Stiftewahl entscheidet oft über Sieg oder Niederlage beim Malen. Willst du, wenn du den kannst, ja gerne nochmal den nehmen, den ich gerade hatte. Das ist der hier. Aber du hast doch jetzt die letzten beiden Male delivered. So, jetzt muss ich Rudolf malen. Wie sieht denn, pass auf, jetzt male ich mal einen Rudolf. Ach, das ist schön weihnachtlich. DJ Clara, Inner die Haus. Fuck, hey, ich weiß überhaupt nicht, wie ein... Wie ein Betrunkener aussieht. Nee, wie das weiß ich. Wie ein Rentier so ganz genau aussieht. Aber gut. Das ist ja... Ich denke einfach, das ist so ein Reh mit so stumpfen Hörnern. Ja, mega dumm. So, Ich freue mich jetzt schon wieder auf dein Ding. Also, meiner ist so ein humanoider. Humanoides Rentier. Rentier. Sag ich auch. Ha! Sag ich auch. Erwischt! Okay, das ist irgendwie. Vor allem das Geile ist, er hat mal, bei mir an der einen Seite hat er eine Hand, an der anderen Seite hat er eine Hufe. Ich hab meinem Rentier. Deutlich gekotzt. Mein Rentier hat auf jeden Fall diverse Kieferprobleme. Müsste mal dringend zu einem Kieferarzt. Orthopäden. Bleh. Brocken. Und dann, warte mal, so ein Rentier. Oh ne, halt. Ja, haben die ja so, warte mal, haben die. Haben die was? Ja, die haben ja auch so komische. Naja, das ist gar nicht so einfach, ne? Ohren irgendwie. Halbe Fledermausohren müssen die ja haben. Und der hat natürlich, weil er. Der hat natürlich noch eine Beule, weil, wie alle Betrunkenen, gibt zwei Möglichkeiten. Ups. Entweder hingefallen oder sich geprügelt. Dann hat er noch eine Beule. Und, So. Und jetzt liegt er da. Und jetzt hat er noch. Sind Rentiere Paarhufer? Ja, ne? Du fragst mich Fragen. Du bist, eindeutig jemand, der. So einen dicken Bauch irgendwie. Haben Rentiere Bauchnabel? Ich glaube, ja, sie sind ja auch Säugetiere. Die werden also ausgedrückt in die Welt und haben dann wahrscheinlich auch einen. Und hier hat er so ein kleines. Ach, ich bin so dumm. Schwänzchen. Hier ist ein kleines Schwänzchen. Kommt da noch so raus. So.
Ich muss ganz kurz noch hier ein paar Sachen dicht machen und farben und dann färben. Bist du denn noch da? Ich bin noch da, ja, ja klar. Ich guck mir das schön an. Ist wunderschön übrigens. Das freut mich. Aus dem wunderschönen Kiel. So, und er hat hier unten noch auch, man weiß nicht genau, was es ist, aber es ist auf jeden Fall. Ach, Kinder. Ist der hier auch noch ein bisschen auf ein bisschen was Braunem. Man weiß aber nicht genau, was es ist, ne? So, du bist schon fertig. Ich muss ganz kurz. Ich bin mal vor dir fertig, zur Abwechslung. So, das ist so. Das ist das Hässlichste, was ich je gemalt habe. Ich hab den Kiefer nämlich nicht gecheckt. Ich habe mir mal überlegt, ja, ob ich so eine Sendung pitchen soll, in der ihr, also die Urbohnen, so verschiedene Sachen zeichnen müssen. Ja? Mhm. Und da habe ich gedacht, auf jeden Fall gibt es immer Punktabzug, wenn man selber seine Arbeit runtermacht. Das passiert nämlich zu oft. Und ich weiß, dass ich muss gar nicht rübergucken, ich weiß, dass es grandios ist. Nee, aber du hast ja meinen Kiefer noch nicht gesehen. Der hat auf jeden Fall ein definitives Kieferproblem. Okay. Und, ach ja, nee. Also er hat ein Masti. Er hat auf jeden Fall, was ich faszinierend finde, ist, dass er überhaupt gar kein Geweih hat. Das ist das, was mich am meisten. Der hat ein Geweih, ich bin noch nicht fertig. Und zwar hat er das Geweih hier auf der Beule. Warum auch nicht? Finde ich gut. Das ist ein Beulengeweih. Weil er ist ja, man weiß nicht, ob er in eine Schlägerei oder gekommen ist oder ob er. So, guck. Und er hat, das Beste ist, er hat hier hängt noch. Man weiß nicht, wie er dazu gekommen ist. Aber ich lass ihm die Füße mal weiß. Ich mach natürlich mich jetzt noch schnell an die Kotze. Hängt hier noch ein BH. Er hat auch irgendwo ein BH her. Man weiß nicht woher. Aber der hängt da noch an seinem Geweih. So. Und dann hat er natürlich hier noch. Oh, jetzt wird's aber eklig, ne? Jetzt wird's aber echt eklig. Kotze am Geweih. Wenn du ganz kurz so ein bisschen hochziehst, dass die Leute es sehen. Ach so, ja. Verzeihung. Ich denke immer nur an die Regie, die liegt mir natürlich am Herzen. Hat er hier natürlich auch noch so ein. Oh, der schmeckt aber lecker, der Kinderpunsch. Das ist Kinderpunsch. Hast du deinen Glühwein getrunken? Hast du überhaupt welchen gemacht? Nee, ich habe nur Kinderpunsch gemacht. Ach so, alles gut. Alles achten. Super. Ey, ohne Scheiß, du hast schon wieder delivered. Oh, ey. Nein, sag nichts. Sag nichts Falsches. Das nächste mache ich mit dem hier. Hey, wir hoffen, wir haben dir ein wenig Freude bereitet zum Feste. Ich zeichne mal hast du denn schon alle Weihnachtsgeschenke gekauft in Kiel? Ja, fast. Heute habe ich noch einen Teil besorgt. Ansonsten bin ich quasi durch. Das ist sehr schön. Das ist eigentlich ganz gut. Ja, selten so früh geschafft, aber es hilft auf jeden Fall für die Psyche, wenn man es schon mal erledigt hat. Und dadurch noch hinterherhängt. Sehr gut. Dann wünschen wir dir ein wunderschönes frohes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ja, vielen Dank. Wünsche ich auch noch viel Erfolg mit eurem Sender. Vielen Dank. Das ist nämlich das beste TV-Programm. Oh, das ist das schönste Geschenk, was man bekommen kann. Vielen lieben Dank. Ich wünsche dir ein ganz tolles Fest, einen schönen Rutsch und viele liebe Grüße nach Kiel. Alles klar. Tschüss. Danke. Ciao. So, jetzt müssen wir wieder überwechseln auf die hier. Glühwein saufen, das Pferd hatten wir jetzt im Prinzip schon dreimal. Polizisten, der einen Baummörder abführt. Weihnachtsbaumpolizisten, der einen Baummörder. Den halten wir mal im Hinterkopf. Ein Schneemann, der heiße Schokolade trinkt und deswegen anfängt zu schmilzen. Oh. Oder schmelzen. Können wir doch nehmen, oder? Können wir machen, ja. Mhm. Ist sehr morbide wieder mal. Aber also, ein Schneemann, der heiße Schokolade trinkt und deswegen anfängt zu schmelzen von Arno Mektar. Er trinkt heiße Schokolade und er fängt an zu schmelzen. Okay, pass auf, wie mache ich das denn? Was ist es denn? Ich habe jetzt einfach mal so reingesagt, schmelzen. Oder kann man auch schmilzen sagen? Schmilzen klingt so, als gäbe es auch ein Wort, das schmilzen heißt. Schmilzen ist ein anderes Wort für was auf der Hatz im Liegen stehen. So, okay. Also lass mich kurz meine. Also es das heißt, ich habe schon recht gehabt mit dem Schmelzen, oder? So,
Ja, das ist nicht einfach, diese Aufgabe. Ich bin echt gespannt, wie du es löst und hoffe, du guckst nicht bei mir. Ich guck nicht bei dir. Nicht, weil ich meins so genial finde, sondern weil es einfach eine Problemstellung ist, also zeichnerisch. So. Dass man gibt ja immer diese. Sag mal, denk doch mal laut, dann können wir mit. Und zwar, mein Gedanke ist, das weiß ich nicht, ob ich das jetzt umgesetzt bekomme, weil ich kann. Es ist auch wirklich ein schwieriges. Wer hat das überhaupt? Ich habe nicht vorgelesen, von wem es war. Ich habe es gerade vorgelesen, das ist von Arno Mekta. Mein Grundgedanke ist, es gibt ja immer diese Schokoladen-Weihnachtsmänner. Und mein Gedanke ist, dass der Schneemann ist böse. Und der hat einen Schokoladenweihnachtsmann auf die Herdplatte gesetzt. Und die Herdplatte gesetzt. So. Um ihn zu töten. Das ist ein Mördermann. Du machst da nochmal eine extra. Ich finde, die Geschichte war schon so spannend genug. Um den Schneemann zu töten. Um den Weihnachtsmann zu töten und um ihn natürlich zu essen, ne? Und das führt jetzt aber dazu, dass natürlich die Schokolade fließt dann so ab und der Schneemann, der wollte die essen, die heiße Schokolade, weil er halt mega gierig ist. Und was er nicht bedacht hat, ist, dass ihn die heiße Schokolade natürlich zum Schmelzen bringt. Okay. Und das ist für ihn, er stirbt an seiner eigenen Gier. Also ich versuche auch was Metaphorisches irgendwie dann noch. Ja, es ist schon fast Shakespeare-esque. Einzubringen, so. Ich muss jetzt nur mal kurz überlegen, wie ich das mache. Also der Schneemann ist ja, er ist auf jeden Fall mega gierig. Er hat ja so einen richtigen Schlund. Ein Schneemann-Schlund. Er hat natürlich auch immer seine... Hast du denn schon alle Geschenke, um mal wieder zum Thema zu kommen? Ich habe tatsächlich dieses Jahr im Prinzip nur ein Geschenk, was ich schenken muss. Und das ist Liebe. Es ist tatsächlich, also ich habe, ja klar, für meinen Sohnemann habe ich alle Geschenke. Das ist ja eh geil bei Kindern, weil das einfach mega easy ist. 100 Mark und die sind glücklich. der kriegt natürlich seine Geschenke. Es ist wirklich einfach bei Kindern, weil... Ja, bei meinen Kindern, die ja vielleicht zugucken, ist es nicht so, muss der Weihnachtsmann halt das regeln, wie das so kommt. Ja. Da habe ich zum Glück nichts mit zu tun. Und meine Frau und ich, wir schenken uns nichts. So, und jetzt muss hier das irgendwie seinen Lauf nehmen. Also das dampft hier natürlich. Ja, genau, ich schenke auch dieses Jahr nur, ich habe so ein Gewichtel. Und da habe ich eine Aufgabe sozusagen und ansonsten schenke ich noch meinem Sohn was. Wir machen in Holland ist an Nikolaus, ist übrigens das größere Fest, und da wird auch gewichtelt. Dann haben wir innerhalb der Familie gewichtelt. Ja. Und mein Sohn hat mir aus Pappe so einen Skatepark gebastelt und so ein Fingerboard dazu gekauft, weil man hatte so ein Budget von, ich glaube, 5 Euro oder 3 Euro. Mhm. Ich war schwer begeistert. Also das war richtig... So, er hat dann auch so einen Skatepark, der bei uns um die Ecke ist, nachgebaut aus seiner Erinnerung und ihn eigentlich zu 100% getroffen. Echt? Deine Kinder sind auch sehr begabt, oder? Kann das sein? Ja, also ja, verschieden, ja, genau. Meine Tochter hat auch Entertainer-Qualität, wenn ich das mal so sagen darf. Die, wenn sie bei mir in den Stream platzt, stiehlt sie mir die Show eigentlich immer. So, und hier hat er schon so ein Riesenloch. Aber gut, das denkt man natürlich von seinen Kindern wahrscheinlich. Ja, man denkt immer, seine eigenen Kinder sind die größten Loser. Größten Loser, nee, sind tatsächlich die besten, süßesten. Und man fragt, wie, du findest, mein Sohn ist nicht das Beste, was es gibt auf der Welt. Ja, wie dabei, jetzt? Guck doch nochmal! Es müsste einem doch selber auffallen, dass man alle anderen Kinder sehr oft arschlöchig findet. Ja. Aber das stimmt gar nicht so. Aber es ist, ich kenne das Gefühl, dass man denkt,
bei anderen, dass man andere Kinder schwerer ertragen kann als die eigenen. Ja. Und die sind auch teilweise, nehmen die dann dem Kind was weg und so, dem eigenen Kind, und dann denkt man immer. Das kann man, nichts, was nicht mit einem gezielten Tritt aus der Welt geschafft werden könnte. Aus Versehen mal kurz irgendwie. So, und dieser Schneemann, er weiß es nicht, aber er hat durch sein eigenes Tun. Ihr sippscht das so richtig so raus. Die ganze heiße Schokolade. Ist so gut. Das ist bei mir übrigens auch, dass die Schokolade, ich muss das auch besser machen. So, ich mache das natürlich jetzt hier sehr grob. Ich kann jetzt hier nicht alles ausmalen. Die dunklen Flächen sind natürlich die Schokolade. Das ist ja genau ganz klar. Sie spritzt da so raus. Sie ist ein bisschen erkaltet, aber nicht ganz. Das reicht noch nicht aus. Und er checkt nicht, dass seine eigene Gier. Hier fließt es auch. Ja, meiner checkt es in dem Moment, wo er es losschüttet, weil ihm der Mund wegfließt. Also die Steine. Ja, ja. Das die Kinder liebevoll in einer Mundform drapiert haben. So, und hier großartig. So, also ich glaube, wenn es dieses Rob-Boss-Art-Battle jemals geben würde, haben die anderen sehen kein Land gegen dich. Die sehen kein Land. Und das schmeckt gar nicht so. Was ist denn da noch drin außer Saft? Ist da irgendwie Maroni oder sowas? Irgendein Fremdgeschmack, den ich nicht identifizieren kann. Dann sind ja noch immer so Drehräder dran. Hört man sich doch gerne ein Stück Lebkuchen, guckt dem Meister bei der Arbeit zu. Ja. Ja, steht tragisch, die letzten Momente dieses Schoko-Weihnachtsmanns zu erleben, ja. Der Blick. Oh, das fand ich mal ganz schlimm, wenn bei so Fotos oder Filmen der Frosch von der Schlange gefressen wird, man denkt, er starrt halt einfach nur noch, wenn man ihn so verschwinden sieht im Maul. Ja, und das ist, wie du siehst, das Ende beider. Also sowohl der ermordete Schoko-Weihnachtsmann als auch der Schneemann sind des Todes. Ganz großes Kino. Und, ey, es ist einfach. Oh mein Gott. Ich liebe das, was du da machst. Ich würde dir lieber zugucken dabei. Ich finde das. Du kannst auch mal eine Runde aussetzen, wenn du willst. Ja, es macht ja auch Spaß. Nur wenn du willst. Zumal, aber ich die Leute. Guck mir dein Ergebnis immer nur an. Übel nehmen, wenn ich dir das durchgehen lassen würde. Hm. Also, Arno Mekta, ich hoffe, du bist zufrieden mit der Doppelausführung, die dir zugeschickt wird. Meld dich einfach bei der Redaktion@ du weißt schon wo. Das ist ja widerlich, schreibt Triple A. Was auch immer damit gemeint ist. Vielleicht, ich glaube, er meinte mein Bild. Einfach nur das Foto von uns, die Volltotale von uns beiden. bitte der nächste Anrufer. Wo ist das Telefon? Schnell. Halt. Hallo? 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 Guten Tag oder guten Abend sogar, gibt's Menschen. Wer bist du denn? Ich bin Alex. Bin ich da richtig bei der Telefonseelsorge? Ja, genau. Was ist dein Problem, Alex? Nicht springen, damit wollen wir schon mal anfangen. Mir fehlt etwas in meinem Leben und das hätte ich eigentlich gern. Und das wäre ein Hase, der sich, also ein Osterhase, der sich als Weihnachtsmann ausgibt und eventuell noch den Weihnachtsbaum annagt oder sowas, wie so ein Biber. Ich wollte gerade sagen, wir haben ja ein Hobby Naturfachmann. Ich weiß nicht mal das Wort Ornithologe, wenn es um Vögel geht. Was ist denn jemand, der sich mit Tieren auskennt? Biologe? Animaloge. Ein Zoologe. Das hast du jetzt so aus dem Arsch gezogen, oder? Zoologe. Arbeitet der nicht nur im Zoo eigentlich? Nein, das ist ja ein zoologischer Garten. Stimmt. Ein Hase. Also den Weihnachtsbaum, den machen wir optional, aber der sich auf jeden Fall als Weihnachtsmann ausgibt. Ja. Ein Fake-Weihnachtsmann. Der arbeitet auch beim Spiegel, oder was? Genau. Oh Mann, hey, das ist so bitter. Die Zeiten, ich sehe eine düstere Zukunft. So, machen wir mal auf hier. Dann geht das natürlich so. Der hat natürlich hier so ein. So. Beb, beb. So ein fieser Dreckshase. Warum siehst du da gleich eine böse Absicht hinter? Naja, also ist es nicht offensichtlich? Du meinst, muss ja da bleiben. Er will die Chicks checken oder. Ich meine, der Weihnachtsmann, der kriegt ja. Ist nicht so, dass man als Weihnachtsmann irgendwie großartig abstaubt, oder?
Naja, also was ist der Betrugsvorteil? Kommt drauf an, was deine Vorlieben sind. Wie kamst du überhaupt auf die Idee? Du musst uns Rede und Antwort stehen. Ja, also die Sache ist ja, dass der Osterhase eigentlich nie so richtig die schöne Aufmerksamkeit kriegt und deshalb ist er natürlich äußerst neidisch auf den Weihnachtsmann. So, siehst du, also, wenn da haben wir doch das Osterfest anschauen. Aber ist das denn so, dass der keine Aufmerksamkeit, also an Weihnachten kriegt der Osterhase keine Aufmerksamkeit? Ja. Da bin ich ja völlig mit dir einer Meinung, aber an Ostern? Ja, wir verstehen den Hasen ja auch nur als böser Verstecker der Eier, ne? Und also, die wollen wir ja haben, die Eier, und er versteckt sie auch noch und der Weihnachtsmann ist so nett, kommt mit tausenden Geschenken und springt sogar durch den Kamin noch durch, um ihn dir ins Wohnzimmer zu bringen, dein Geschenk. Das ist also zwei Welten. Ja, was haben die denn? Scheinbar hat sich des Osterfests seit meiner Zeit derbe verändert. Weil ich habe den lieben Osterhasen eigentlich immer nur als was Liebes empfunden. Ja, aber wer sich als was ausgibt, was er nicht ist, der kann ja nicht, lieb sein, oder? Und schon gar nicht, wenn man dem Weihnachtsmann den Job klaut. Was musst du denn für ein Bastardhase sein? Ihm hilft. Merk schon, du bist ein negativer Mensch. Nee, überhaupt nicht. Du hast Menschen. Ja, aber das spielt jetzt keine Rolle, wenn es um Hasen geht. Bäh. So. Und dann hat er hier so ein. Was hat er denn hier an? Der hat so ein. Das ist natürlich alles viel zu groß für ihn. Mein Hase hat auf jeden Fall ein Geschenk dabei. Den Baum übergehe ich übrigens. Du auch? Das ist okay. Was war das? Achso, er. Nee, eventuell hat er gemeint und dass er noch eventuell. Da habe ich schon abgeschaltet in dem Moment. Ja, okay. Dass er eventuell noch ein Baum, irgendwas. Baum. Annagt. Wie ein Biber. Aber das kann ich als Hobbyzoologe nicht auf mir sitzen lassen. Er passt natürlich überhaupt nicht hier in diesen Anzug rein. Er hat nur seine kleinen, stumpenartigen Hasenfüßchen, die gucken hier noch raus. Also mein Hase hat sich natürlich ein Custom-Made Sack gemacht. Und was macht er nochmal? der Hase? Gar nichts. Der ist einfach Weihnachtsmann. Also der ist einfach nur ein Faker. Genau. Also er kann auch einen Weihnachtsbaum anknabbern, aber ich weiß, dass das bei dir auch nicht geht. Warum hat dein Hase eigentlich zwei Hodensäcke, die seitlich von seinem Gesicht abstehen? Das ist der, weil der... Entschuldigung, ich bin nicht verkleidet. Sieht einfach so aus. Der ist einfach ein Hodenhase. Kennst du nicht den aus Hodenhagen, die Hodenhasen? Genau. Hodenhagener Hosenhasen. Da könnte man einen tollen Til Schweiger draus machen, den Hodenhasen. Ja. Ja. Das wäre Film. Aber mit mindestens 15 Ausrufezeichen bitte, auf Facebook. Bitte. Und Nora Tschörner. Die finde ich eigentlich ganz toll. Ich finde die super. Goldig. Ich mag die richtig gerne. Die ist sehr sympathisch. Aber sie kennt mich nicht. Also nicht, dass ich jetzt Til Schweiger cool finde, jetzt so als Filmemacher und generell so, aber was hat der eigentlich mit dem Spiegel sich, mein Leben dreht sich nur um Spiegel. Nee, weil der Spiegel ihn extrem trollt, also. Das ist Fake News. Ja, stimmt. So, was macht er denn noch, der Hase? Also meiner hat ein Geschenk mitgebracht und damit verrät er sich. Der sagt dir noch ganz kackdreist. Ich bin der Weihnachtsmann. Das ist ja auch so das Typische. Damit verrät er sich ja noch mehr. Komm ja auch nicht hier rein und sag, ich bin der Philipp. So. Ja, mehr macht er eigentlich nicht. Ne? Er ist der Weihnachtsmann, er steht da so dumm rum. Und der echte Weihnachtsmann hier im Hintergrund. Hier im Hintergrund, das fehlt natürlich noch.
Ach, stimmt, den könnte man natürlich irgendwo nackt an Baum gebunden, aber das ist jetzt bei mir zu spät. Ich habe übrigens mal, als ich klein war, eine Weihnachtskarte gemacht, die mein Dad dann immer kopiert hat bei sich im Ding, wo so ein Weihnachtsmann und so ein Osterhase sich gegenüberstehen und so streiten, so von wegen, wer jetzt zum falschen Zeitpunkt da ist. Ein Riesengag. Gibt's bestimmt. Hast du gemacht? Als ich klein war, ja. Gibt's bestimmt inzwischen in 200.000 Ausführungen. Aber da musste ich vorhin schon dran denken, als mir, wie heißt du nochmal? Ich bin Alex. Hallo. Alex aus Kiel, genau, oder? Ja. Genau. Ja. Was? Kiel? Ja. Heute sind viele aus Kiel da, habe ich das Gefühl. Was? Der ist hier total, der Weihnachtsmann ist hier total, der auch Achselhaare, der liegt hier total irgendwie. Ich meine, spare mir mal die Hände, da scheitere ich eh immer dran. Und der ist leider, hat er eigentlich lange Haare? Also hat jemand schon mal den Weihnachtsmann gesehen? Man weiß es nicht. Ohne Mütze? Der hat so einen Hipster, ich habe eine Hipster-Weihnachtskarte gemacht dieses Jahr mit so einem Tut, oder wie heißt das? Ja, so ein Bollen oben auf dem Kopf. Und hier, so das hier ist sein Dutt, glaube ich, nennt man das. Abgetrenntes Bein, das liegt hier am Popo als Stütze. Und hier hat er nur noch so einen kleinen Hashtag hau, hau, hau. Stumpen. Blutet natürlich alles daraus. Das ist jetzt nur so ganz rudimentär, um klarzumachen, dass sozusagen der tot ist. Und alle sind, seine Gliedmaßen hängen hier so überall rum. Das macht alles gar keinen Sinn. Dein Hase sieht echt psycho aus, weil er guckt auch noch so lieb. Er neigt den Kopf so zur Seite und im Hintergrund diese Bluttat. Eigentlich müssen wir so ein paar blutige Fußspuren zu ihm führen, um dieses Meisterwerk zu kompletieren. Was haben die? Die haben so ne? So ganz lange Hauer. Nee, halt, Hauer sind die. Egal, sie haben solche Füße im Grunde fast schon. Ja, ne? So, das sind so, ich glaube, die gehen noch auf ihren Ellenbogen. Weißt du, was ich meine? Ja. Also fast schon. Ja. Nein, also auf ihren, egal. Ich will's nicht, ich schaufel mir nur irgendein Grab. Ja. Also die Fußspuren sehen aus wie so ganze Füße, weil die laufen mit der ganzen Fläche immer. Mhm. Das meine ich. Die laufen nicht wie viele nur auf der. Der hat den halt, du hast ja gesagt, er wollte einen Weihnachtsbaum mit seinen Biberzähnen, aber er hat jetzt den Weihnachtsmann komplett zerfetzt, weil er ist Psycho-Rabbit. Genau. Mhm. Find's super. Psycho-Rabbit. Ich bin schwer begeistert. Und ja. Und das Bild heißt die letzte, Klammer auf. Das letzte Kunstwerk vor der Werbung heißt es eigentlich. Aber. Nein, die letzte zerfetzte Weihnacht. Ach, wie schön. Auch in der Titelwahl bist du, hast du Zukunft, so. Mein Freund. Ja, das war's für bis vor der, jetzt kommt Werbung und bleib dran, damit du deine Adresse hinterlassen kannst, dass dieses wunderbare letzte zerfetzte Weihnachtsfest dich in Kiel erreicht. Und wir kommen gleich wieder zurück mit noch mehr Kunst, noch mehr Weihnachtsstimmung, noch mehr Nils und noch mehr Spaß. Tschüss. Das sind wir, das kurze Intro ist immer wieder eine Freude. Es weihnachtet noch immer sehr, wie man an der Weihnachtsmusik hört, die jetzt von DJ Clara reingespielt wird. Und wir freuen uns auf den nächsten Anrufer, können aber natürlich, falls es nicht das Telefon jetzt klingelt, während ich über den ersten Anrufer spreche, auch das wunderschöne Twitter reinballern. Guck mal, ein gewisser Eduard Laser hat was zu Rob Boske. Ja, Eduard Laser ist die GIF-Maschine. Ja. Ich weiß nicht, ob er ein Mensch ist oder eine KI. Ich glaube, ein Mensch kann nicht so viel Power haben. Mehr, ich glaube, dass er eine KI ist, die ist entschlüpft, also die wurde heimlich entwickelt, ist aus ihrem Sicherheitsbereich entkommen. Wird natürlich nicht drüber geredet, weil es total gefährlich ist. Und diese KI hat eine Sinnkrise gehabt, weil sie nicht wusste, was soll ich jetzt machen. Und er hat sich überlegt, okay, ich poste einfach den ganzen Tag GIFs. Ja. Und das ist Eduard Laser. Genau dasselbe habe ich mir auch schon gedacht. Also das habe ich mir gedacht. Halt, eine Möhre, wir müssen auch lesen, was steht. Eine Möhre als Christkind und ein Brokkoli als Weihnachtsmann verkleidet, die zusammen Geschenke mit dem Schlitten verteilen. Ich bin Christkind, ich weiß schon gar nicht, was ich mir darunter vorstellen soll. Fliegender Weihnachtsmann auf einer Raketenbohne statt einem Schlitten. Das finde ich eigentlich ein schöner. Das ist nur, da ist nichts, oder? Oder findest du das wieder zu. Fliegender Weihnachtsmann auf einer Raketenbohne statt
einem Schlitten. Und die Raketenbohne, als kleine Challenge, ja, muss auf jeden Fall ganz anders aussehen als die Raketenbohne. Das hätte ich geschafft, ehrlich gesagt. Das ist gut, das ist gut. Okay. Ich habe das auch nur gemacht, um dir ein bisschen... Mhm. Also, ein fliegender Weihnachtsmann. Ja. Ja, einfach, der hat einfach einen, der reitet auf einer Raketenbohne. Mhm. Sowas, finde ich, sieht, ist immer gut. Okay. Dann mache ich das jetzt mal. Also, meine hat übrigens eine Flugbrille an, habe ich gerade entschieden. Der Weihnachtsmann oder? Ja. Weil die Raketenbohne natürlich so unglaublich. Oh, fuck. Entschuldigung. Das sagt man natürlich gar nicht. Doch. Weil, das ist schon okay. Die unglaublichen Geschwindigkeiten, die Aber das mit den Haaren, ja, was du vorhin sagtest, ja, das habe ich mich schon sehr oft beim Illustrieren von Weihnachtskarten oder Weihnachtszeichnungen auch gefragt. Mhm. Man sieht auch nie einen Haaransatz von einem Weihnachtsmann. Also, ja, hat er Koteletten? Rasiert ihm ein Elf so ein bisschen diese Nackenhaare weg oder nicht? Man weiß es nicht. Und das beschäftigt mich dann. Ja, ich weiß es auch nicht. Tage und Wochen. Also, ich meine, er wird wahrscheinlich jetzt eher weniger so beim Friseur rumlungern. Oder? Also, weil da hat er keine Zeit für. Also zumindest Elfen. Hat er nicht Elfen? Ist nicht eigentlich der Weihnachtsmann ein Sklaventreiber? Weil eigentlich macht er gar nichts. Eigentlich, wenn wir mal ganz ehrlich sind, ja, wenn man das mal so ein bisschen auseinanderdingst, machen die Elfen die Arbeit und der Weihnachtsmann kriegt den Fame. Ja, das ist wie bei uns. Ja. Wieso? Achso, du meinst, die kleinen Kinder in China bauen die Geschenke zusammen, die wir dann für oder wie meintest du das? Ja, ich meine, das wäre auf Rocket Beans. Ja, ja, bezogen. Auf Rocket Beans meinte ich das jetzt. Rocket Beans bezogen. Aber wieso, du arbeitest doch hart. Oder meinst du die kleinen Elflein, die vorher hier, das, so wie DJ Clara? Macht nur selbstironische Witze, damit nicht andere auf die Idee kommen. Ah, okay. Das ist Vorwärtsverteidigung. Das kenne ich. Oh. So, ich bin auch, ich merke das, ich kann ganz schlecht, weil mir auch die Automatismen fehlen, reden. Und zeichnen. Und zeichnen. Aber das kann ich schlechter als Videospiele spielen und gleichzeitig reden. Das fällt mir gerade auf. Ich wollte gerade sagen, Videospiele und gleichzeitig zeichnen, das ist nämlich auch nicht so einfach. Ja, aber hier fehlen mir halt völlig die Automatismen, muss ich sagen. Ja, aber das geht mir auch manchmal so. Das kommt immer darauf an, wie konzentriert man jeweils ist, dass man manchmal wie ich jetzt zum Beispiel auch kurz, so ein paar Sekunden sich konzentrieren muss und drüber nachdenken muss, was man da eigentlich für einen Unsinn macht. Und dann hat der so, wie sitzt denn der drauf? So. Ja, ne? So, und dann. Der hat dann ja so, halt so Stiefel an oder was. Made in, weiß ich nicht. Ja, der hat immer so große schwarze Klumpstiefel an. Ist hier so. So wie früher Leute, die früher einen Klumpfuß hatten. Ich weiß nicht, ob du auch einen Klumpfuß hattest? Nee, ja, genau. Jemanden kanntest, der einen Klumpfuß hatte. Aber ich fand das immer, früher hat man das Gefühl, es gab nur einen Hersteller von Schuhen für Leute mit Klumpfüßen. Und der hat gedacht, ach, die achten nicht auf Style. Scheißegal, komm, wir machen einfach so einen schwarzen, globigen Schuh. Weißt du, was ich meine? Ja, oder? Ja, ja. Heutzutage, glaube ich, kannst du dir praktisch von allen möglichen Sport-Schuhherstellern einen passenden, lässigen Hipsterfuß entwerfen lassen. Schuh, meine ich, Entschuldigung. Frag mich, ob ich gerade den einen oder anderen Shitstorm losgetreten habe. Das ist nicht schlimm. Gibt eine Webseite, wo da wird getrackt, ob es hier aktuell echt einen Shitstorm gibt, ja. Gucke ich auch manchmal, wenn ich irgendwas sage, gucke ich direkt erstmal, brüche ich erstmal F5 drücken. Ich habe die gebookmarkt, die Seite. F5 drücken. Und die Bohne ist natürlich ein bisschen.
Die hat natürlich auch so rein müssen. Eine Träne. Die will natürlich nicht geritten werden. Die Bohne ist nämlich eigentlich nicht zu zähmen. Und, hier gibt's einen Schweif. Und der Schweif, der kommt hier wieder. Und dann geht er hier so, so weiter. Und dann so. Ich überlege gerade, ob ich ihm noch einen. Nee, ich mache ihm keinen Helm. Und dann hier so. So. Und die Bohne ist extrem. Du reitet ja man nicht. Siehst du das? Du kannst nicht ohne irgendeine Tragik in deinen Zeichnungen. Ja, das ist halt, mein Motto sozusagen. Ich finde es immer schön, was rauszuarbeiten, was man nicht sofort vermutet oder sofort sieht. Wie mein Penis. Ja, genau, das kenne ich. Und das Tragische im Glücklichen zu sehen oder das Glückliche im Tragischen ist etwas, was ich gerne in deinem Oeuvre sich durchzieht. Ja. Woher ist denn das Lied? Das kenne ich doch aus irgendeinem Film. Ist da gerade läuft? Ja. Muss Clara fragen. Ich weiß das nicht. So, der hat hier noch irgendwie so eine zweite Hand auch. Das ist nicht schlecht. So eine zweite Hand kann manchmal unglaublich handy sein. Handy! So, und die sieht man natürlich. Forward! Bis zur Unendlichkeit und zurück, oder was sagt ihr nochmal bei. Guck mal hier so. Die Bohne sieht ein bisschen. Ich meine, sie hat. Also sie hat auf jeden Fall eine gewisse Bohnenform, aber sie ist auch eindeutig. Meine ist ein bisschen länger geworden. Ich habe sie zu dünn gemacht und meine ist nur mit nur für Kenner, die also Kenner in dem Sinne, die vorher wissen, dass ich eine Bohne zeichnen sollte, als ja. Bohne zu erkennen. Aber das ist okay. So, jetzt Feierabend. So. Genau. Bitteschön, zeig mal, was du da gemacht hast. Das sieht man gar nicht, es ist so weit weg, der Ausschnitt. Ich finde das wunderschön. Deins ist aber mindestens dein Weihnachtsmann ist so gut. Der ist halt ein bisschen irre, ne? Ja. Nö, ich finde, der geht eigentlich. Ich finde, der hat was. So. Da klingelt ja schon wieder das Telefon. Oder? Hallo. Ja, hallo. Schönen guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Ich mich auch. Ja, ne? Ja, ich hätte gern, also ich bin Thorsten. Hallo, Thorsten. Komm aus Salzhausen. Ah, das kenne ich. Das ist ja, in der Ecke. Ja, bei Lüneburg. Alles klar, ich weiß. Ich hätte gern ein Väterchen Frost, der sich über die globale Erwärmung ärgert. Ein Väterchen Frost. Gute Idee. Ja. Über die globale Erderwärmung. Sehr, sehr, sehr aktuell. Ja, sehr zeitkritisch. Ja. Und vor allen Dingen rückt das auch, und das ist wichtig, ein Einzelschicksal in eine globale Situation. Weil es ist immer sehr schwer zu connecten mit sowas Abstraktem wie globale Erderwärmung oder Kontinentalverschiebung oder sowas. Aber wenn du dem ein Gesicht gibst oder ein Stift, dann können Leute connecten und sich emotionalisieren. Und darüber hinaus kann man eine Lösung dann anstreben. Deswegen finde ich das sehr gut. Jetzt muss man natürlich nur wissen, wie sieht Väterchen Frost aus? Ist nicht so schwer. Das ist ja eine Fabelfigur. Ich glaube, da ist hast du völlige Freiheit. Frei. Okay. Ich aus Versehen Kid Frost zeichnen. Kid Frost. Kennst du wahrscheinlich nicht, oder? Kid Frost? Also ich dachte, das wäre jetzt ein Gag wegen Kid Rock. Nee, es gibt einen Rapper.
einen hispanischen. Ach so, echt? Kid Frost heißt. Aber ist auch schon eine Weile her. Ist ein älteres Kaliber. Väterchen Frost. Na gut, ich mach mal einfach was. Also ich war ja letztes Jahr ja, mit meiner Frau in Hamburg und das waren so, glaube ich, die kältesten 2 Tage oder 3 Tage seit 100 Jahren gefühlt. Also es war so kalt, also musste ich, wenn du hier warst in diesem kalten Winter, an diesen 2 Tagen oder 3 Tagen, dann musst du dich daran erinnern, weil es war so, dass ich mir eine lange Unterhose sogar bei einem Drogeriegeschäft gekauft habe. Und trotzdem musste man ungefähr alle 10 Minuten irgendwo einkehren, sonst war alles zu spät. Es war so schlimm. Das klingt ganz schlimm. Das klingt wirklich schlimm. Aber du warst entweder nicht da oder du bist einfach eine harte Sau. Also ich meine, ich wohne ja in dieser Stadt, ne? Und ich, nee, aber das war auch für diese Stadt, glaube ich, ziemlich einzigartig. Bist du dir da sicher? Ja. Also ich habe nämlich das jemandem erzählt und der meinte dann, oh, da war ich in Australien. Als ich zurückkam, haben mir alle gesagt, ey, es war so kalt. Ja. Das kann auch eine Lüge gewesen sein. Ich meine, kennst du den gut, oder? Ja, ich war ja auch. Vertraust du dem, oder? Dem vertraue ich 100%. Na gut. Ja, es gibt häufiger mal so Tage hier in Hamburg, wo es echt kalt ist. Aber das muss ja ein Jahrhundert Kälteeinbruch gewesen sein. Irgendwie. Kann sich denn irgendjemand, du da, aus der Buchste, wo kommst du nochmal her? Aus der Tausend. Kannst du dich erinnern an so ein paar ganz, ganz, ganz kalte Tage letztes Jahr zufällig? Nee, wenig. Es ist ja sehr wenig geworden. Das ist schon ein paar Jahre her, wo es mal richtig kalt war. Warst du zufällig letztes Jahr im Urlaub? In Australien. Nee, letztes Jahr war ich hier. Oh Mann. So, er hat, warte mal, wie macht man das denn so, ne? Das ist gut, das mache ich auch immer. Notfall einen Spiegel vor dich stellen. Mhm. Pass auf, du nimmst die linke Hand. Ja. Du musst gut nachdenken. Wo ist dann der... Ja, ja, das ist ja eigentlich so rum. Das heißt, der kleine Finger... Ist das heißt, innen und der Zeigefinger ist außen. Ja, das ist nämlich dann hier, der kleine... Ich kann halt, so Hände kann ich halt überhaupt nicht malen. Sagen mal alle, dabei musst du dich einfach nur mal ein bisschen mit deiner Hand beschäftigen. Und zwar nicht nur auf diese eine. Ich kann meine Hand super zeichnen, wenn sie um was rum ist. Ja. So kenne ich sie. Ich glaube, ich mache dem Väterchen Frost so einen Frost. Na, wie nennt man das denn? Ein Froststern. Wie nennt man das denn, was so im Mikrobereich? Ja. Ein was? Eiskristall. Guck mal. Vielen Dank. Dann natürlich so. Aber ich glaube ja, dass die Klimaerwärmung trotzdem auch dem Väterchen Frost zugute kommt. Also das ist ja leider... Auf lange Sicht, ja. Ist ein Irrglaube, dass es da nicht mehr kalt ist. Ja, es ist einfach nur extremer. Inzwischen. Ja, es ist extremer und es ist vor allem so, dass natürlich der Golfstrom, der ja die Wärme nach Europa bringt, wenn zu viel Süßwasser in die Weltmeere gelangt, kann es sein, dass der Golfstrom kollabiert. Das habe ich auch mal gehört. Dadurch würde keine Wärme mehr nach Europa kommen, was bedeuten würde, dass Europa sozusagen erkaltet. Und, also nichts mit Palmen in Bayern. Nee, exakt. Nichts mit Palmen in Bayern. Und im P1 vielleicht noch. Und ansonsten Pustekuchen. Und er steht auf. Hier so, ich mache das denn so. Was machst du denn gegen die Klimaerwärmung? Klimaanlage. Wenig. Ja. Ich mache die Klimaanlage in meinem SUV an, wenn ich morgens die 2 Kilometer zur Arbeit fahre. Ja, so ungefähr.
Fährst du denn mit dem Auto zur Arbeit? Ja, ja, ja. Wie weit hast du es? Na, im Moment habe ich meine Arbeit jetzt abgeschlossen und gehe jetzt wieder in die Schule ab nächstes Jahr. Ah, okay. Und ja, ja, dann jetzt haben muss ich auch nach Hamburg durch den Elbtunnel. Das wird dann, ja, globale Erwärmung weniger erfreuen. Ja, das dürt. Das dürt, das ist Niederlands, mein Fried. Also so. Könnte auch Niederlands sein. Das ist ja auch völlig okay. Ich will ja auch nicht mit dem Finger zeigen, aber eigentlich bist du ein ziemlicher Bigotter. Nein, nein. So. So, das ist hier. Du hast gedacht, ich mache einen Zwerg. Einen kleinen Walz. Ja. Also sehr gut. Nee, es steht halt auf der Welt, das ist halt hier irgendeine Form von. Ich finde, es sieht aus wie eine Eisscholle. Das sieht super aus. Sein Schatten ist soll so eine Art Eis. Sein Schatten ist wie ein Eis, wie der Südpol sozusagen. Sein Schatten ist wie der Südpol. Und wen guckt er an, während er den Stinkefinger zeigt? Er guckt nach unten, also er steht auf der Erdkugel. Er steht hier so im Nord-Südpol-Bereich. Und das hier ist sozusagen die Erde. Ich kann jetzt ja mal hier so repräsentieren. Also es ist natürlich jetzt hier nicht irgendwie wirklich irgendwie irgendwas, aber ich kann ja mir so eine Landmasse einzeichnen. Ja, ja. So. Nee, das ist schon deutlich. So, das. Und hier ist selbstverständlich, ist hier Stockholm. er zeigt halt der unter sich befindlichen Menschheit, die natürlich dafür sorgt, dass die Erde hier auch so ein bisschen hoch, also die kocht so ein bisschen hier. Die ist ganz warm und das findet er mega dumm. Und deswegen sagt er hier, kein Bock auf euch. Ja. So. Mein Väterchen Frost guckt böse auf die Sonne. Er schmilzt nämlich ein bisschen und hat eine Eiskristall Diadem auf dem Kopf. Ah, das schmilzt ihm weg und das war sehr teuer. Genau, das war nicht billig, das von der Fensterscheibe zu kratzen und zu vergrößern. Ja. Ja, und das ist halt. Unterschrift bitte noch. Unterschrift. Sonst kriegt ihr das bei Sotheby's nicht für die Millionen weg in 20 Jahren, wenn morgen tragisch mit dem Fahrrad verunglückst und dadurch jedes Werk von dir. Ja. Und deswegen fahre ich kein Fahrrad. Genau, deswegen nur mit dem SUV. Ja, wir hoffen, wir haben dir eine Freude bereitet und es findet einen Platz unter irgendeinem Geschenkebaum oder in einer Wand, vorzugsweise von dir. Ja, an der Wand. Hab vielen lieben Dank. Sieht super klasse aus. Gern geschehen und danke. Dir liebe Grüße nach Salzhausen. Ich überlege die ganze Zeit, was ich da mal gemacht habe. Gibt es irgendwie bei euch so ein Faschingsfest? Sagt ja, wir haben hier ein. Jetzt sagt er gleich, bei uns gibt es eigentlich nichts außer einem Puff. So ein Ding. Nein, aber es ist nicht irgendwie sowas wie Segeberger Festspiele, Winnetou. Was habe ich denn in Salzhausen mal gemacht? Vielleicht Fußball gespielt. Kann sein. Egal. Ja. Ja, genau. Liebe Grüße. Nach Salzhausen. Ja, tschüss. Ja, alles klar. Tschüss. Ich gucke auf Twitter. Also ich gucke natürlich auch auf dich gerne. Ja. Kannst du ja auf mein Twitter gucken. Die Muni, den dicken Engel, der durch die Wolken bricht, wie ihr da. Einen dicken Engel, der durch die Wolken bricht. Komm. Die Muni wünscht sich einen dicken Engel, der durch die Wolken bricht. Das ist gut, weil sie für den Väterchen Frost, den sie da gebastelt hat, kriegt Flying TARDIS einen dicken Engel, der durch die Wolken bricht. Und wir sagen jetzt nichts mehr und zeichnen einfach, okay? Mhm. Ich glaube. Ja. Okay. Diese fette Engelsau. Weiche Gesichtszüge. Ja, dick ist gar nicht so einfach. Ah! Also ich hatte mal bei mir im Channel, im Stream eine mir fällt es jeden November und Dezember leicht, dick zu werden, aber habe ich mal eine dicken Woche gehabt, also wo wir dann alles in dick, He-Man in dick, Indiana Jones in dick. Mhm. Und manchmal und dann noch die entsprechende Körperhaltung oder sowas reinzubringen, ist gar nicht so einfach. Ja.
Ist einfach schön. Ich mache einmal im Jahr, und das ist am Weihnachtstag, den ganzen Tag so beim Kochen, so eine Weihnachtsplaylist rein. Ja. Und dann mag ich das auch. Dann bin ich auch. Ich bin auch. Bist du ein Weihnachtsmensch oder bist du so ein Grießkram, der Konsumfest? Nee. Ich finde nämlich wirklich Weihnachten, ich kann mich da noch voll drin verlieren. Meine Mama hat immer das ganze Haus dekoriert und hat die Fensterscheiben von außen mit so dicken roten Bändern so unterteilt und mit Schneespray. Also bei uns war das Weihnachtshaus immer sehr weihnachtlich. Doch, ich bin voll der Weihnachtsfan. Ich liebe das. Ich will das immer abfeiern, aber es ist zu oft zu schnell vorbei. Und das ist immer so ein bisschen schade. Stimmt, wenn doch schon im August oder September das Weihnachtsgebäck im Laden stehen könnte. Das wäre so schön. Ja, nee, ich meine aber, dass das man halt so. Ich weiß, was du meinst. Weißt, was ich meine, ne? Es ist nämlich eigentlich so, dass man denkt, oh fuck, schon wieder Weihnachten. Und dann kommt immer der Moment, wo einer sagt, ey, es ist übrigens nächste Woche schon Weihnachten. Man hat aber gefühlt gedacht, es ist erst in 3 Wochen. Ja. Also zumindest geht es mir immer so. Hier eigentlich. So. Und jetzt haben die seine fetten Beinchen. Die haben halt, glaube ich, immer so dicke, altertümliche Schuhe. Engel haben gar keine Schuhe, die sind barfuß, Mann. Nein, die haben dicke, altertümliche Schuhe. Die haben auch bei dem Typen, der die Klumpfußschuhe herstellt. Um den Shitstorm noch mal kurz aufleben zu lassen, der mir. Da haben die, wurden die bestückt. Das sind ja wie Uniformen. So, der ist hier in seiner Wolke. Kennst du das, wenn man ein Bild malt und irgendwann merkt man so, okay, irgendwie wird das nix. Dann verliert man die Lust an dem Bild. Kennst du das? Das ist schon mal passiert. Und dann macht man es irgendwie zu Ende und denkt sich, wir haben das auf jeden Fall anders interpretiert mit dem durch die Wolken brechen. Lass mich in Ruhe. Nein, der ist halt so, der ist halt, der bricht halt, der ist zu schwer. So. Der ist einfach zu schwer. So, wenn dicker Jesus zum Beispiel, der wäre nie über Wasser gelaufen. So. Ne, bei meiner bricht durch die Wolken, falls du verstehst, was ich meine. Ach so, er kotzt durch die Wolken. Ja okay. Ja, ich muss das hier noch ein bisschen so, ein bisschen Schwung rein. Ja, also das ist nichts geworden. So viel zum Thema, so entsteht Schneeregen. Ja. Dieser dumme Engel, er bricht leider einfach so durch die Wolken. Aber ich finde trotzdem, dass du ein Zeichentalent hast. Ich bin mir sicher, wenn wir öfter da sitzen würden, dass, also generell, wenn du öfter noch mehr zeichnen würdest, weil du kannst mir erzählen, dass du gar nicht zeichnest, dass du einen tollen Style, einen noch tolleren Style entwickeln würdest. Und ich bin mir sicher, die Community sagt, aber hallo, jetzt zu Hause. Und greift zum Hörer, um noch einen coolen Wunsch sich zu wünschen. Oh, ist das nice. Ich war mir so sicher, dass wir beide, deswegen habe ich auch gesagt, wir sagen nichts mehr dazu. Halt, wo ist das Teleschuh? Ah, halt. Ja, hallo. Hallo, einen wunderschönen guten Abend ins Studio. Hallo, einen wunderschönen guten Abend in dein heimliches, heimeliges, weihnachtliches Wohnzimmer, wo du jetzt wahrscheinlich vor dem Kamin knisternd mit einer karierten Decke über deinen Pantoffeln sitzt und dir diese wunderschöne Sendung anguckst, einen Tee schlürfst und uns jetzt sagst, was du dir Weihnachtliches wünschst und wer du überhaupt bist. Also hallo erstmal, ich bin Alex. Ich bin aus Grunewalde, das ist in Sachsen und ich gucke mir eure Show schon extrem lange an. Rocket Beans ist echt klasse. Kann ich nur einen Daumen hoch geben und ich würde mir ein weihnachtliches Nilpferd wünschen. Ein weihnachtliches Nilpferd? Ja, genau, ein Nilpferd. Vielleicht kaut es auf einer Zuckerstange oder sowas, halt einfach ein drolliges Nilpferd. Mhm. Ich habe kurz überlegt, ob ich ein weihnachtliches Nilpferd zeichnen soll, aber da komme ich nie mit durch. Ein weihnachtliches Nilpferd. Warum, wie kamst du jetzt auf das Nilpferd? Ich frage einfach nur, weil es ja nicht das erste Tier, was einem unbedingt in den Kopf kommt, wenn man an Weihnachten denkt.
Ja, tatsächlich. Ich bin ein riesiger Freund von Nilpferden und das klingt ein bisschen komisch. Wollen wir Nilpferd uns kurz mal hochgoogeln? Schöne Tiere. Nee, das müssen wir aus dem Kopf machen. Ja, ich finde auch schöne Tiere. Die riechen auch gut. Ich finde im Nilpferdhaus und im Elefantenhaus, man merkt, ich kenne die nicht aus der freien Natur, riecht es immer irgendwie, hat einen ganz speziellen Geruch. Und ich stelle mir bei Jurassic Park immer vor, dass es da auch so roch. Wusstest du, dass Nilpferde sehr eng mit Walen verwandt sind? Tatsächlich die nächsten Verwandten. Du hast die geilsten Facts überhaupt. So. Die nächsten Verwandten von Walen. Und wusstest du, dass in Afrika mehr Menschen durch Nilpferde sterben als durch Nashörner und Nilpferde sind. Nashörner und Nilpferde sind für wesentlich mehr, also jeweils nicht nur zusammengenommen, als Löwen zum Beispiel. Deswegen werden Nashörner ja auch ausgerottet, weil sie eine Gefahr sind. Genau. Das ist so. Recht. Stell dir mal wenn vor, ihr Nashorn seht, erstmal über einen Haufen ballern. Stell dir vor, Nashorn breiten sich aus. Es gibt Nashörner in New York, in Berlin, Paris und die laufen da frei rum, wie so Tauben. Sind die so in Schwärmen unterwegs. Und spießen einfach die Leute auf. Innerhalb von, sag ich mal, einer halben Generation gibt's ja keine Menschen mehr, weil die alle von Nilpferden ermordet wurden. Deswegen ist das auch okay. So, pass auf. Finde ich auch. Und außerdem gibt Nashorn Tinte auf dem Füller. Bin mir ziemlich sicher, dass das auch total wissenschaftlich erwiesen ist. Ja, das stimmt. So, warte mal, die haben so eine. Was haben die denn für eine bescheuert? Die haben so. Finde ich übrigens total amerikanisch, aber ich mach's dann doch so eine Zuckerstange. Das gibt's ja eigentlich bei uns gar nicht wirklich. Oder hast du es schon mal? Nee, das ist mir wirklich zu amerikanisch. Ich war im Kalten Krieg ja auch für Russland. Im Kalten Krieg, so hast du mitgefiebert. Ja. Was die Nastrovje-Cola getrunken. So ist es. Anstatt diesen amerikanischen. Die haben hier so. Haben die denn hier so? Haben die. Die Pferde haben doch auch so komische Fleischfühler, oder? So zwei Stück. Oder bilde ich mir das ein? Fleischfühler? Haben die nicht so zwei Dinger auf dem Kopf? Wie als könnte man da die Luft rauslassen? Ach doch. Du meinst so ein bisschen in der Mitte so gespalten? Ich muss mir das kurz angucken. Ich google das nicht, ich mach das aus dem. Nein, mir geht's jetzt nur um die Fleischdinger, nicht, dass ich es irgendwie nachzeichnen kann. Die haben irgendwie so. Was, ich weiß gar nicht jetzt genau. Die haben nur so. Dadurch, dass die so. Die haben so viele Sachen, die so gleich aussehen. Die haben Ohren, die Augen. Haben das nicht. Die haben das nicht. Das sind die Augen. Das ist alles dumm. Das ist ja nämlich die Dings und dann haben die hier so. Ich hätte schwören können, dass die so ein. Die haben auch so kleine Ohren. Ich male das extra so, weil die haben jetzt drei Sachen, die so gleich aussehen bei mir. Hör mal, es muss ja ein weihnachtliches Ding sein, ne? Jetzt hätte ich beinahe haben hier die Alibi-Weihnachtsmann-Mütze vergessen. So, jetzt haben die nämlich hier Augen. Aber die kriegen noch ein bisschen Wimpern. Man sieht, dass das die Augen sind. Augen, Ohren und Nasenlöcher sehen ungefähr gleich aus. Ich habe in meinem Leben noch nie ein Nilpferd gemalt. Noch nie. Ich habe noch nie ein Nilpferd gemalt. Was ist ein weihnachtliches Nilpferd? Und was macht das? Also bei mir kaut's auf einer Zuckerstange und guckt doof aus der Wäsche. Ja, das Letztere macht es bei mir auch. Ein weihnachtliches Nilpferd, die haben halt auch so. Was kann denn weihnachtlich sein an einem Nilpferd? Es kann einen Moonboots anhaben und eine Schneeballschnacht machen oder ja, so. Ja, pass auf. Ist auf jeden Fall eine Nilpferd Dame. Auch so stumpfe Füße. Oh, ich habe gerade eine gute Idee. Nilpferde sind auch, die können auch echt, so man glaubt denen das, sieht denen das nicht an, aber die können auch ein bisschen beschleunigen, so auf kurze Distanz. Ja, aber voll. Mhm. Mit denen möchtest du dich nicht anlegen, mein Freund. Nee. Und dieses kleine süße Nilpferd, das hat. Was hat es denn? Meins hat Skier an.
Ja, Skier finde ich auch ist eine ganz gute Idee. Snowboard. Aber du bist halt einfach hipper. Hippo. Hippo, genau. Mm. Hippie die Hippo. Happy Hippo gab's doch mal. Der hat so ein. Ja, stimmt. Happy Hippo gibt's. Pass auf, wir machen das so ein bisschen lame. Woher kommst du nochmal? Aus dem Osten, ne? Aus Sachsen irgendwo war das. Ja, genau. Grunewalde ist bei Bautzen, kennt man es vielleicht durch den Senf. Bei was? Bei Senf? Das könnte sein. Durch den Senf, ja. Das liegt in der Nähe von Bautzen. Bautzen. Da gibt es den tollen Senf, den Bautzener. Ah, okay, guck mal, ich hab doch nicht verhört. Ich hab mich auch gerade gedacht, ich hab mich verhört. Den tollen Senf. Mhm. Schmeckt Senf nicht eigentlich immer gleich, weil man kriegt ja auch aus Dijon. Was? Na, es gibt Dijon-Senf und es gibt so englischen Senf und Céline Dijon-Senf. Genau. Nee, also Senf, es gibt ja mittelscharfen Senf. Ja, es gibt Schärfe süßen gerade. Süßen Senf und... Ja, stimmt, diese Zuckerpampe aus Bayern. Senfte. ja. Nee, aber ja, Senf ist... Und es gibt diesen amerikanischen gelb gefärbten... French Senf oder so heißt der. Ganz weihnachtliches Tier auch, das Hippo. Hippothalamus. Ich glaube, ich habe ihm Nashornohren gemacht. Egal. man erkennt es, glaube ich, trotzdem als Nilpferd. Als, ja, als ist, wenn man nicht so kundig ist wie du jetzt zum Beispiel. Ist, geht es ein fantastisches Nilpferd. Ich hätte Nils Pferd machen sollen, ohne Scheiß. Ich ärgere mich ein bisschen. Hättest du machen sollen. Dein Nils Pferd, achso, ich wollte gerade sagen, hat keine Nase. Ich dachte, es wären Doppelohren, nee, aber jetzt kapiere ich es. Ne, das ist halt auch die Augen, die Ohren und die Nase. Deswegen das denken. Fast schon ein abstraktes Kunstwerk. Ja, manche Leute denken auch, die haben entweder sechs Augen oder sechs Ohren oder sechs. Oder Nasen, sechs halt, oder sechs, um sich fortzupflanzen. Ja. Genau, nee, das ist jetzt hier mein Bild. Komm, wir kriegen noch einen rein. Einen schnellen mit in so. 3 Minuten. Ja, einen schnellen, finde ich gut. Wo möchtest du ihn haben? Achso, erstmal Alex, tschüss, ne? Reingehauen in den Osten, alles Beste. Tschüss, jo, wir danke. Hauen dich aus der Leitung, tschüss. Weil es ist noch besser, wenn wir jemanden haben, der anruft. Und der kann ja direkt durchgestellt werden. Wir nehmen das Risiko, weil es ist schöner, wenn man sich mit jemandem unterhalten kann, oder? Siehst du das nicht genauso? Von daher warte ich jetzt einfach, bis irgendeins dieser verrückten Telefone wieder klingelt, ja. Die hier auf dem Tisch liegen. Womit ich wahrscheinlich mir viele Freunde mache in der Redaktion. Doch. Aber warum nicht? Mal einen kurzen durchatmen Moment. Duplicolor. Dass es die Dosen überhaupt noch gibt. Die habe ich früher gerackt. Bei denen habe ich gerackt, mein Freund. Gerackt heißt, du hast. Wir sind da hingefahren und die hatten einen Dosen. Wir haben hier gerade keinen in der Leitung. Nimm mal einen von Twitter, bitte. Okay, dann nehmen wir einen von Twitter. Ich habe es mir schon fast. Twitter. Ein Weihnachtsmann guckt Rocket Beans und vergisst dabei Heiligabend. Nö, es wäre einfach nur ein Weihnachtsmann, der Rocket Beans guckt. Ein Koala, der weiter. Hier war schon. Nilpferdchen, das passt natürlich. Weiter. Schon. Alle Fotos. Sehr schöne Sachen wieder dabei, die man eigentlich zeigen sollte. Ja, die mit denen durch die Wolken brechen. Ja. Aber es wird doch gezeigt, das ist sehr schön. Ja. Also ich muss sagen, manche Sachen sind echt auch so scheiße, dass ich mich wieder gut fühle. Ja, oh, du bist schön, dass du das Publikum so ein bisschen. Der Weihnachtsmann bleibt im Schornstein stecken und die Rentiere. Da waren wir, glaube ich, schon, ne? Müssen, werden die so geschrieben? Mit H sogar? Nee, Ein Axolotl. Ach, komm, ihr mit eurem Axolotls. Ein Glühwein. Ich glaube, das machen die Leute nur, weil der Name so lustig ist. Axolotl. Axolotl Matthäus. Strippen. Mm. Oh, der ist gut auch hier. Der da, ne? Ja. Das ist auch nice. Was? Rob Boss macht auch, dass die Kinderlähmung. Was? Ah, okay. Deswegen gibt's keine Klumpfüße mehr. Wegen der Schluckimpfung. Also kommen sie bald wieder.
Weihnachten in Zeiten des Fachkräftemangels. Was sind die heute zeitgenössisch? Guck nochmal, ob da was Neues gekommen ist. Zwei Katzen, die mit Weihnachtskugeln spielen. Ninja-Weihnachten, der ins Haus sneakt. Ninja-Weihnachten. Also Weihnachtsmann wahrscheinlich. Ninja-Weihnachtsmann ist wahrscheinlich mit gemeint. Das letzte Einhorn dreht durch. Das letzte Einhorn dreht durch. Statt Kerzen mit brennenden Bananen. Ich finde Ninja-Weihnachtsmann oder was war das andere? Das Einhorn, das durchdreht. Sag du's. Dann nehmen wir, ich kann, glaube ich, keine Pferde malen, aber wir machen das. Wir machen das. Ich muss, geht nicht, wir nehmen das. Oder wir machen den Ninja-Weihnachtsmann auf dem Einhorn. Das ist zu schwierig. Ich finde das Einhorn super. Ein crazy Einhorn. Was, ein Einhorn, das durchdreht? Ein Einhorn, oder? Einfach das durchdreht. Hey, was? Wir haben nur noch 12 Sekunden. Ach du Scheiße. Okay. Okay, ganz schnell. 10 Sekunden malen. Einhorn, das durchdreht. Tschüss. Das steht Ende. Tschüss. So, ihr Lieben, das war Rob Boss für heute. Vielen lieben Dank. Es war mir eine Freude. Bis zu schauen und mitmachen. So, und guck mal, du machst die Abmachung, ich bin ja zu Gast. Ich muss mich vor allem bei dir bedanken, du hast es unglaublich delivered. Dein Einhorn alleine spricht Ben in wenigen Sekunden hingezaubert aufs Papier. Und ich freue mich bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es wird, die Pause war ein bisschen Verbockerei, aber auch ich komme wieder, hoffentlich. Alle Tage irgendwas Bugs Bunny-mäßiges. Ihr habt schon recht. Ich liebe euch. Bis zum nächsten Mal. Und vielen Dank an dich. Wunderschön. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.